Okay, nö, der Part war scheinbar 26 Minuten lang, der letzte. Willkommen, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Gelb. Loser, hey Joker, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens, ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Joker. Kein Problem. Ah, der hat schon 4 Pokémon. Ein Habitag, okay, Level 18. Ja, natürlich sind wir nicht vollgeheilt, das ist natürlich schlecht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich hätte meine Pokémon heilen sollen, bevor ich da hochgehe, natürlich, ne? Sandern, okay, was mache ich damit? Zerstörer, let's go. Ich weiß nicht, ist Sandern eigentlich ein... Ist kein Gestein-Pokémon, oder? Ey, Boden-Pokémon, ich glaube nicht. So, dann ist er wohl so oder so nicht wirklich... hat er wirklich, wirklich eine Schwäche oder so? Ich weiß nicht mal, was er ist. Ist es ein Normal-Pokémon hier oder was? Oder? Ich verstehe es nicht. So, Level 20, oh yeah, das ist doch nice. So, Radfratz, oh yeah, das ist doch nice. Warum hast du einen Radfratz, du Loser? Bam, Doppelkick. Das ist ein One-Hit. Sowas von, Alter. Ciao. So, hast du jetzt noch ein gescheites Pokémon? Das wäre nett, wenn du wirklich noch ein gescheites Pokémon hättest. Evoli. Das ist auch ein normal Pokémon. Ich dürfte jetzt auch nicht viel können. Ich glaube nicht, dass sein Evoli viel kann. Ist auch gleich tot, würde ich sagen. Oh, wobei, es überlebt noch ein bisschen. Sandwirbel. Super. Bringt's ja voll. Ciao. Na gut, wir brauchen nur 2 Pokémon, um ihn komplett zu besiegen. Der ist ja komplett schwach. Besiegt Loser. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in mein Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Ist euch schon mal aufgefallen, dass unser Rivale immer in die falsche Richtung geht? Ach ja, das ist ja die berühmte Nugget-Brücke. Da sind wir ja jetzt schon. Das ist doch wundervoll. Da sind wir bei der berühmten Nugget-Brücke. Oh yeah. Die besiegen wir auch alle. Das ist kein Problem. Ich weiß aber echt nicht, wo man hier... wo man hier Zerschneider bekommt. Ich glaube, Haus des Zerschneiders oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen, wie gesagt, auf jeden Fall... Hä, wie kommt man da hoch? Ah, hier. Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, oder vielleicht gibt der das Zerschneider oder so. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ich glaube, es gab doch so einen Typen, der Zerschneider oder so macht. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg? Ich glaube, es gab so ein Haus des Zerschneiders oder sowas. Ich glaube, beim Lavandia oder so. Und da bekommt man, glaube ich, den Zerschneider her. Naja, müssen wir erstmal gucken. So, das ist die Nugget-Brücke. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja, ich besieg euch so oder so. Ich hab kein Problem mit euch. Ein Käfersammler. Ein Raupi, das ist doch nix. Das ist doch nichts krasses, du. Ich glaube, Slam ist sogar ein One-Hit, oder? Wow, okay, fast aber. So, ciao, Raupi. Warum? Warum hat man solche Pokémon? Ja, Level 22, das ist doch nice. So, Hornlio, ja, das wird auch hoffentlich ein One-Hit. Das müsste ein One-Hit sein. Ja, natürlich geht's daneben. Da hast du nochmal Glück gehabt, mein Freund. So, Bams. Als ob das schon wieder daneben geht. Komm her, ich will jetzt auf jeden Fall den Slam benutzen. Der soll jetzt auch nicht daneben gehen, sehr schön. Ciao, Hornlio. Man sieht sich irgendwann nie wieder. Wow, du bist gut.
Junge, gegen dich zu besiegen war ja easy. Du hast kein Problem. Ich bin Nummer 2, du willst ernst? Nee, will es nicht. Du bist immer noch genauso schlecht wahrscheinlich. Ich trinke jetzt aber auch eine Cola noch. Mein Mund wird trocken, ich merke das. Das ist nicht gut. Wie konnte ich verlieren? Ja, weil du schlecht bist. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Okay, dann mach das mal. Ja gut, eigentlich für Radfratz könnte ich wirklich Zerstörer einsetzen, aber es wird so oder so ein One-Hit. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt wechseln. So, Rettern ist eigentlich egal wenig, ob ich den jetzt hier lasse oder nicht lasse. Das ist eigentlich völlig egal. Zubat, nö, da lasse ich auf jeden Fall meinen Begleiter da. Naja, ciao, ne? Das war ja gar nicht schwer. Alle drei One-Hits. Wow. Du hast mich echt beeindruckt, muss ich sagen. Ah, ist gar erwischt. Tja. So, ich will jetzt aber auch mal meinen Zerstörer entwickeln. Oder eher gesagt, leveln, weil ich natürlich einen Nidoking haben will. Ich bin Nummer 4, wirst du müde? Nö, werde ich nicht. Du bist genauso schlecht wie die anderen. So, ich mache jetzt auf jeden Fall Kinderriegel auf. Ich habe Bock jetzt auf einen Kinderriegel. So, mach nur. Ah, wobei, Taubsi. Wäre nicht schlecht gewesen, hätten wir wirklich Ding behalten. So, ich mach Hornattacke. Da können wir es eigentlich lassen. Da können wir Zerstörer lassen. Ich habe auch verloren. Ja, natürlich hast du verloren. Ich bin Nummer 5. Ich mache dich fertig. Wer es glaubt. Stimmt, Psycho-Pokémon haben wir. Wobei doch, mit Abraff. Genau, doch, passt. Wir wollen einen Abraff fangen. Ich glaube, es gibt sogar hier oben links sogar schon. Also nicht bei Route 5, sondern hier sogar schon. Zumindest habe ich hier auch letztens auch immer meine Abras gefangen. Das war zu viel des Guten. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Oh yeah, der will auch noch einen Kampf. Wer glaubt das? Wer hätte das geglaubt? Aber du bist schlecht. Das wird easy.
Merkt ihr eigentlich nicht, dass ihr überhaupt kein Problem seid? Oder wollt ihr das nicht verstehen oder sowas? Ihr seid kein Problem, Jungs. Ciao. Das ist einfach zu easy. Na gut, ein Zubat. Damit es noch schneller geht, machen wir jetzt hier einfach einen One-Hit und gut ist. Komm her, Begleiter, und mach einen One-Hit. Und gut ist. Ciao. Gut, dann haben wir es auch noch besiegt. Wie schwierig war das denn? Das hat mich 2 Attacken gekostet. Wow. Dankeschön. Ah, du bist gut. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Ich bin der Boss. Ich werde der Boss, weil ich einfach ein Boss bin. Was geht? Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht genug um einen Glumander gekümmert. Verspreche mir, gut für Glumander zu sorgen, dann gebe ich es dir. Geil! Geil, Jungs! Ich nenne dich jetzt einfach Wut. Ist mir sowas von egal, Alter. Alter, wie geil ist das denn? Kümmere dich gut um Glumander. Wir haben jetzt ein Feuer-Pokémon. Dann will ich auf jeden Fall ja noch ein Aerodactyl. Shiggy will ich auch noch. Na gut, Vogel geht weg. Shiggy will ich noch. Na gut, dann ist kein Platz mehr für Mach und Mai, oder? Würde ich sagen. Weil ich ein Abra will. Ja, Mach und Mai bräuchten wir so oder so nicht wirklich. Term 45, was ist das denn? Donnerwelle? Nee, das haben wir ja schon auf Pikachu. So, ich glaube, hier gab es aber... Du bist ein Trainer. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Was willst du denn jetzt? Was willst du denn? Aber geil, dass wir so ein geiles Pokémon bekommen haben. Na gut, Wut, ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwas reißt gegen einen Radfratz Level 14. Ich weiß es nicht. Der macht aber nicht viel Damage, sehe ich jetzt schon. Und der bekommt relativ viel Damage. Nur selber kann er auf jeden Fall noch nicht kämpfen. Keine Sorge, ich löse dich ab. Also Glut müssen wir, oder Wut, müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen leveln, ne, würde ich mal sagen. Das ist halt Level 10, das ist noch relativ schwach. So, komm, Zerstörer. Ich überlege gerade, ob ich wirklich Mach und Mai will einfach. Will ich das? Na, das war schlecht. Na, das hätte ich nicht machen sollen. Sorry, das war dumm. Ich hätte eigentlich Hornattacke machen sollen, weil das ist ein Gift-Pokémon und Kampf hat da nicht so eine Auswirkung. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Natürlich hast du nichts gesehen, du Loser. Ich glaube, hier kam mal doch irgendwie auch ein Item. Ich glaube, hier gibt es aber wirklich ein Abra, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das könnte der besiegen mit Glut. Ich weiß nicht, wie viel Damage das beim Knuffenser macht. Ja, fast gar nichts, Alter, what the fuck? Ich hoffe, der brennt einfach. Ja, das ist jetzt schlecht. Ja, komm einfach zurück. Ja, ciao.
Ich will auf jeden Fall Wut leveln, also es funktioniert aber nicht. Es funktioniert so auf keinen Fall. Oh, Level 11. Ist doch super. So, jetzt will ich aber Abra haben. Let's go. Abra, let's go. Oh yeah. Level 12. Okay, das könnte Wut besiegen wahrscheinlich. Ich hoffe es zumindest. Als ob der nur so wenig Damage macht. Komm, mach, Bams. Der macht echt sau wenig Damage, der Typ. Na gut, aber ich glaube, jetzt müsste das Viech tot sein. Ich hoffe es zumindest. So, ciao, Kakao, Mirapla. Sehr schön. Wut hat mal ein eigenständig jemanden umgebracht. Und außerdem können wir auch super hier eigentlich leveln. Weil Wut muss auf jeden Fall gelevelt werden, wenn wir den wirklich im Team haben wollen. Aber das ist wundervoll. Eigentlich können wir unsere alle drei Starte hier einfach benutzen. Ich glaube, Bisasam kann man auch hier, glaube ich, bekommen. Das ist echt cool. Das ist ja wie im Anime gemacht. Weil, so gesehen, als Pokémon, also Trainer Rot hatte ja alle drei Starter plus Pikachu, dann noch ein Relaxo, glaube ich. Noch irgendein Pokémon. Ich weiß es nicht mehr, was das war. Der hat auf jeden Fall alle vier Dinger da auf jeden Fall gehabt. Alle vier Pokémon. Ich glaube, den besiegt er nicht. Ich weiß gar nicht, was das war, das letzte Pokémon von Pokémon von Trainer Rot. So, jetzt mache ich auf jeden Fall Trank, tut mir leid, aber. Wir brauchen Trank bei dir. Für dich. So, ich will einfach, dass Wut sich selber levelt. Und das passt einfach, wenn wir gegen Myraplas kämpfen. Vor allem, die auch Level 12 sind, das ist perfekt. Das ist perfekt zum Leveln. Komm, Bams, ciao. So. Wir haben ja relativ viel Zeit zum Leveln vom Wut, das ist wundervoll. Also Machomai werden wir, glaube ich, hier nicht fangen. Also, damit du Bescheid wisst, ist halt ein bisschen schade, aber was willst du großartig machen? Vielleicht wird es auch ein Pokémon, vielleicht wird es ein Pokémon-Kristall was mit Machomai, ich weiß es nicht. Ich werde ja danach wahrscheinlich Pokémon Kristall als Solo-Pokémon-Projekt machen. Also erstmal die bekannten Editionen werde ich erstmal durchgehen und dann gibt es auf jeden Fall eine unbekannte. Dann geht es weiter mit Smaragd. Und ja, weil Pokémon Blattgrün habe ich ja schon gemacht, ausführlich. Warum nochmal? Das verstehe ich halt nicht. Warum man nicht? Es ist zwar im Together gemacht, aber ist okay. Es gab da auch keine Spezialedition von dem her. Deswegen ist das für mich unnötig. So, Taubsi, Servus. So, mein Wut ist ja auch schon mal auf Level 13, das ist doch... Wir haben schon drei Level hingekriegt. Ich glaube, es war aber auch sogar eine geringe Chance, dass hier Abra auftaucht, oder? Oder kommt er überhaupt hier? Ich weiß es nicht. An sich mache ich das sowieso zu Level eigentlich, größtenteils. Aber auch, weil es hier einen Abra gibt. Glaube ich zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es hier einen Abra gab. So, Level 12 können wir locker besiegen. Ich lasse Wut natürlich jederzeit kämpfen, wenn er natürlich auch eine Chance gegen dieses Viech hat. Kein Problem, gegen Knopfhetzer müsste der eigentlich eine Chance haben, das ist nicht stark. So, Bams, zack, du bist tot, ich hoffe es zumindest und... Yo. Jawohl, Wut wird immer stärker, das ist auch wundervoll. Level 16 entwickelt er sich, es würde perfekt passen, wenn er sich einfach entwickelt und dann gut ist. So lange können wir ihn an sich leveln. Das ist für mich kein Problem, wir leveln den jetzt... Nein, Kratzer wollte ich jetzt nicht machen, fuck. Aber trotzdem macht das relativ viel Schaden. Nicht schlecht. So, Glut, Bams, ciao. Okay, Rankenhieb, wie viel macht das? Oh, 7. Ich glaube, das ist kein One-Hit, ich bin mir nicht sicher. Leider nicht. Aber es brennt. Immerhin. F
Fuck. Ich hoffe, es überlebt noch. Mann, deine Mutter, Alter. Das war halt ein Risiko. Ja, natürlich setze ich nächstes Pokémon ein. Dann levelt sich wenigstens das hier. Mann, ist doch kackegal, welche Attacke das benutzt, Mann. Ciao. Aber jetzt gehe ich sowas von wieder ins Pokécenter, weil Wut müssen wir auf jeden Fall leveln. Also wenn wir Abra haben, dann fehlt uns nur noch wirklich die zwei Pokémon. Aber dafür brauchen wir erstmal den Zerschneider, dann müssen wir zu Marmoria City. Und beim anderen Shiggy müssten wir eigentlich nur zu Lavandia. Ich glaube, da kriegt man das irgendwo, wenn man den Orden von Lavandia bekommt, irgendwie. Kriegt man das auch von so einem Trainer. So, aber ich glaube, hier gab es doch Abra. Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Bin mir 100% sicher, dass es hier Abra gab. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, das zu bekommen oder so, aber es gab sie auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn die. Ich guck gleich nach. Wir leveln es trotzdem. Wir leveln aber unsere Wut auf jeden Fall trotzdem auf Level 16 erstmal. Und dann guck mal nach. Wirklich nach, ob es überhaupt einen Abra gibt. Vielleicht findet man es ja auch hier, dann brauche ich es auch. Vielleicht findet man es auch gleich. Da brauche ich ja gar nicht nachgucken. Oh, Level 23. Nicht schlecht. Ach du Scheiße, ein Tauboga. Ach du heilige Kacke, Alter. Das ist ja hammergeil. Das ist ja ein hammergeiles Viech, Alter. So. Oh, es macht einen Windstoß. Was ein Wunder. Bams. Okay, das ist sogar früher dran als ich. Alter, da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber Tauboga müsste jetzt ein One-Hit sein, oder? Leider nicht. Aber es ist paralysiert. Das heißt, ich darf trotzdem anfangen. Level 14, nicht schlecht. Warte mal. 2:47 haben wir aufgehört. Das bedeutet, wir haben jetzt 13... 24 Minuten, ja gut. Das war's erstmal für diesen Part, würde ich aber sagen. Wir sehen uns zum nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Wir leveln unser Wut wahrscheinlich weiter einfach. Bis zum nächsten Part, meine Damen und Herren. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.